Tja, Freunde, herzlich willkommen zu einem Video. Ihr hier zu Fortnite. Zu allen Infos zur Rift Tour. Viel Spaß. Also, die Rift Tour ist ein Konzert von Ariana Grande. Ich denke mal, von ihr haben schon einige von euch gehört. Sie ist relativ bekannt. Das heißt ja relativ, sie ist sehr bekannt. Zudem was, also sprich was in dem Konzert eigentlich passiert hat, uns Epic Games hat nicht allzu viel gesagt. Allerdings haben sie ein Teaser-Video rausgehauen, in dem, ich sag mal so, es sieht so ein bisschen aus wie das Travis Scott-Konzert mit den verschiedenen Themen und so weiter und so fort. Und zwar ist dieses Konzert vom 6. bis zum 8. August, also sprich von dem Freitag bis zum Sonntag. Die erste Vorstellung ist für euch in Deutschland am Freitag um Mitternacht, also sprich, es geht in den Samstag rein für euch. Allerdings ist die Show auch eigentlich mehr so halt für die amerikanischen Server gedacht, denn die Show beginnt hier bei mir in Amerika um 6 Uhr abends, also sprich, ja, es ist wirklich dafür optimiert, sagen wir es einfach mal so. Und das ist auch genau die Show, die ich unter anderem auch streamen werde. Also ich werde auf jeden Fall an dem Tag live gehen. Ganz genau wann und wie lange weiß ich noch nicht, weil das muss ich noch alles herausfinden, aber ich gehe mal stark davon aus, dass ich ein paar Stunden davor live gehen werde. Muss ich jetzt mal ein bisschen fertig machen hier. Sehr schön, sehr schön. So, Shotgun, das wollte ich. Was war denn sein Plan? Ich denke mal so gegen 22 Uhr plus minus live sein werde auf YouTube. Darf ich ein bisschen später mal gucken. Irgendwie so ist mir ein Dreh und natürlich dann einfach das Event gucken werde. Und danach noch ein bisschen live sein werde. Denn es ist der letzte Stream von meiner Streaming-Pause. An alle, die das verpasst haben, guckt das Streaming-Announcement-Video mal auf dem Kanal. Ich denke, macht mal hier oben in die Infocard rein. Da wird alles erklärt, wieso, weshalb, warum und vor allem das was. Für euch in Europa ist natürlich auch eine Show eingeplant und zwar am nächsten Tag und zwar an dem 7. August und zwar um 20 Uhr dort. Also ist ein bisschen eine bessere Zeit. Es gibt danach auch noch ein paar Shows. Allerdings, natürlich könnt ihr alle Shows gucken, ist ja klar. Und zwar sind dann die allerdings unter anderem auch für die australischen Server gedacht. Also das Ganze ist natürlich dann immer zu den dementsprechenden Uhrzeiten, wie es dann halt für die dementsprechende Region zumindest teilweise passt. Allerdings gibt es bei diesem Event auch ein paar Preise zu gewinnen. Einmal kann man Challenges machen und zwar kann man durch diese Challenges einmal Emotes, Sprays und ein Ladebildschirm gewinnen. Dann kann man aber auch noch einfach durchs Mitmachen beim Konzert einen Gleiter gewinnen. Also man muss immer nur mitmachen, wortwörtlich das einzige, was man machen muss. Und an alle Fortnite-Crew-Besitzer, ihr kriegt auch noch mit dem Event einen gratis, also ihr habt das schon gezahlt dafür, aber ihr kriegt damit noch einen Gleiter dazu, ein Icon und einen Ladebildschirm. Allerdings kann man bei dem Event auch mit Ariana Grande selber zocken. Denn Ariana Grande kommt am 4.8., also sprich, also hier am 4.8., bei euch ist es ja schon der 5.8. In Deutschland, kommt Ariana Grande in den Item Shop. Und ja, das war's. Das sind alle Infos, die wir bisher über das Event wissen. Ich denke mal, auch mehr wird Epic Games uns nicht geben. Gut, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe mal sehr, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch gerne auch oben da. Abonniert nicht vergessen, damit ihr kein einziges Video mehr in der Zukunft verpasst und abonniert auf jeden Fall meinen Zweitkanal. Da gibt es Technikvideos, also sprich, wie nimmt man auf, wie streamt man etc. Leute, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.